So, da sind wir wieder. Wir haben 1,3 Millionen ungefähr. Und natürlich ein Autosave. Ich hatte vorher schon mal 2 Millionen, während das jetzt gerade in der Pause gelaufen ist. Und habe da ein paar Trams gekauft. Und bei der Überland-Tram hier, bei der da, zwei von denen nochmal. Und als nächstes müssen wir hier mal die Buslinie hier upgraden. Und ich glaube, da werden wir auch auf die Straßenbahn wechseln. Lass es mal auf schnell laufen, damit wir Geld kriegen. Ich hätte gerne, dass du dann so fährst. Den Rest haben wir. Okay. Erstmal Straßenbahn kaufen. Achso, das ist das falsche Depot. Hier. Wien-Typ M. Aber gehen wir mal kurz nach Baujahr, denn wir sind schon im neuen Jahr. Und haben wieder neue Sachen gekriegt. Typ A. Kriegsstraßenbahn. 15. 22, fährt 40. Machen wir vielleicht gerade mal 6. Mal kurz auf normal, geht mir jetzt da die tun wir mal verscherbeln. Geht mir jetzt da das sieht alles noch richtig aus. Wie sieht denn das aus? Kriegstram. Steht irgendwas drauf, was ich nicht lesen kann. Und die hat ja keine Türen, so wie es aussieht. Also im Winter ziemlich frisch. Ist das, wir fahren mit der jetzt einmal mit. Mal schauen, wie die Stadt aussieht. Ne, kein Plan, was da draufstehen soll. Die ganzen Lebensmittelgeschäfte hier. Rennt mich gerade ein bisschen an Las Vegas. Billiards. Und hier die Industrie. Eine Ü-Tram. Und hier die nächste. Und wir fahren gerade hier rein. Okay. Ja, da steht ja ganz gut Leute, ne? Sieht das aus, wenn da die Leute drin sind? Ja, okay, das sieht ein bisschen falsch aus, wie die da drin stehen. Das sitzen ja, aber das mit den Armen. Ach ja. By the way. Auf Railroads Online kam jetzt gerade die Benachrichtigung, dass dieses Wochenende der neue Patch rauskommt, wo sie das mit den Bäumen fixen. Und sie haben gewarnt, nachdem sie das jetzt ändern, könnte es sein, dass auf den Strecken wieder Bäume entstehen. Also wenn ihr das nächste Patch installiert, aufpassen. Kann ich da mal reingucken. Also ich hatte nie so wirklich Probleme mit den Bäumen. Abgesehen davon, dass sie halt wieder gespawnt sind an Stellen, wo ich sie schon mal weggemacht habe. Okay, wir brauchen hier mehr Trams. Mach mal 10, dann ist es 10 zu 6. Dann müsste das hier erstmal reichen. Gibt es hier einen Stau? Nee. Hier ist auch erstmal gut. Wobei der Ü-Tram, da braucht man glaube ich noch welche. Dann hätten wir erstmal 4. Und von der Auslastung her 94 von 140. Rainswick ist nicht wirklich ausgelastet. Müssen wir hier nochmal irgendwann die Straßen ein bisschen schöner verbinden,
und eine zweite Linie. Bitte entschuldigt, wir machen das gleiche hier, dass wir dann hier so einen Ring machen. Das habe ich eigentlich gern bei den Städten. Da oben ist eh nicht nennenswert. Okay. 136, das sollte jetzt gleich mal alles abgeholt werden hier. Pro Fahrzeug sind es 28. Okay, also rechnen wir mit 30, 60, 90, 120, 50. Ja, das passt. Ich glaube, der hat da von den 50 ganz am Anfang was hochgebracht. Warum sind da jetzt 36? Dürften eigentlich nur immer 28 sein. Naja. Okay. Da haben wir Bitram 93. Auch wenn wir das mit der Maria-Zeller-Bahn nicht machen. Mit der... Was haben wir jetzt da? Das ist, glaube ich, von der Maria-Zeller-Bahn. 1073 Kamel, die Krokodil. Maria-Zeller-Bahn. 33. VT-42 von der ÖBB. Wir könnten zumindest mal... Was ist, wenn wir eigentlich mit den Schienen, also wenn wir hier mit der Bergbahn da runterfahren? Mal kurz testen. 140. Ja, dachte ich mir. Also wir werden nicht drum rumkommen, dass wir hier mit der Serpentine bauen. Am schlauesten. Jetzt mal. Würde ich hier so von der Schräge raufkommen? Da ja. Da geht noch mehr ein Tunnel rein. Weil es eben zu hoch ist. Also eine. Einmal so müsste man es machen. Warum nach unten? Von da unten kommt eh nichts mehr. Dann könnte man eigentlich... Das kann ich hier vergessen, hier raufzukommen. Nee. Okay, dann werden wir hier irgendwie nach da vorne vorbeifahren. Vielleicht so mit einer Serpentine dann hier wieder hochfahren. Den Bahnhof, wenn wir den glaub irgendwie so platzieren, und dann können wir hier da runterfahren und hier, dann machen wir hier wieder so eine Hauptstrecke und Abzweig hier runter über Serpentinen da beim Berg nach Kidderminster. Das heißt, nachdem wir hier vorerst nicht nach unten fahren, also die Stadt müssen wir noch irgendwie anbinden. Ich glaube, ich mache doch einen durchgehenden Bahnhof, und zwar hier so lang. Okay, das können wir ja schon mal anfangen. Gebäude, Bahnhof, was nehmen wir denn dafür ein? Ich würde sagen, wir gehen mit einem britischen. Machen drei Gleise, 240 Meter. Sollen wir gleich aufs Ganze gehen, 320. Ich glaube, ich hätte ihn gern hier.
Irgendwie so. Dann brauche ich mal hier noch einen Anschluss. Oh, das gefällt mir. Das ist gar nicht mal so schlecht. Mit einer eigenen Buslinie. Okay. Wollen wir ein bisschen Exploratory machen. Also das erste Mal gerade. Parallel Checks machen wir dann auch gleich mal mit an. Gut, dann kommt dann hier. Ach, weißt du was, ich mache das gerade gleich, was ich da sowieso machen will. Da kommt bei mir gleich ein Depot hin. Also wird dann sowieso ein Abstellgleis hier. Und keine Sorge, wir bauen noch richtige Depots. Beziehungsweise entsprechende Anlagen, damit es realistisch aussieht. Ist na, ein bisschen länger noch hier. Und dann fährst du. Ah, das lässt mich natürlich so nicht machen. So rein. Und du. Schauen wir mal, wie weit kann ich da reinfahren? So. Sehr gut, dann machen wir hier noch 70, 70 Signale. Ich würde sagen, wir fahren mit SBB-Signalen erstmal. Sagen, wenn der auf dem rausfährt, dann haben wir hier erstmal 60. Dabei habe ich. Na, wir machen es mit den Vierer. 60. Und hier ist die freie Fahrt. Und hier kriegst du auch erstmal. Bescheid, dass hier der Masten gerade davor steht. Okay. Und 60 kriegst du auch hier. Na komm. Dann klatschen wir noch ein Signal hier hin. Ach, der macht die ja links vom Signal hin und nicht rechts. Am Bahnhof ist das jetzt aber beschissen. Ich hätte das gern rechts. Also einmal 60. Wenn du hier rausfährst. Und freie Fahrt hier. Na komm, mach's jetzt hin. Komm jetzt. Was ist, wenn ich das hier links hin mache? Nur mal zum Gucken. Das ist genau die gleiche Position. Okay, hier wird es rechts haben mit 60. Wir machen es aber auch hier so. Eigentlich K4 Aspekt. Da machen wir kleines. Gibt es das kleine auch mit 60?
Nee, ne? Okay. Also hat mich nicht, wenn ich es hier komplett falsch mache von der Signalisierung. Aber irgendwo nachvollziehbar will ich es haben. Kommen auch nach später die ganzen Vorsignale. Das ist. Und Geschwindigkeitsschilder etc. Das ist erstmal nur der Bahnhof. Schauen wir mal, wie wir die Strecke da am dürfsten hinkriegen. 160. Machen wir hier mal eine Kurve. Parallel Tracks, ja, machen wir es mal. Auf eine Kurve kommt immer eine Gerade. Habe ich mal gehört. Ja, dann hier die nächste Kurve. Dann müssen wir hier schnellstmöglich irgendwie nach da oben. Oder wir fahren gerade weiter. So, jetzt ist gerade. Wie kommen wir da raus? Ah, da geht es ja schon steil nach oben, ne? Irgendwie so haben wir. Ja, okay, ich probier's mal. Wieder rein. Die Straße muss leider weg. Mein Bauchgefühl sagt mir, das wird so nicht aufgehen. Also wenn ich damit 120 mindestens fahren will, was fabriziert er dann da? So rauskommen, dass ich dann so schräg nach oben fahren kann. Scheiß Straße. Von da ziehen. BR05, BR44, oh die 10.001, Baldwin und neue Tram. Okay, ich tu mal wieder auf Pause, also auf normale Geschwindigkeit. Also hier kriegen wir Viadukt, wir bauen... Ist so... Der Schräge. Das habe ich gar nicht mal. Doch, ich habe schlecht getroffen. Je weiter ich fahre. Und dann hier in den Tunnel rein. Ich probiere es mal.
mal hier ein 80er Tunnel. Kommen wir denn die wieder raus? Warte, dann müssen wir hier schon wieder nach oben. Okay, das heißt, wir fahren das erste Stück hier mal gerade. Und machen dann hier die Kurve. Ja, so ungefähr. Boah, schlimm, ey. Okay, und dann kommen wir hier langsam auf Höhe. Jetzt könnten wir aber gerade gleich schon hier so reinfahren, ne? Wenn wir den Bahnhof dann hier irgendwie so machen. Das könnte sich ausgehen. Oder auch nicht, ne? Dann nochmal zum Testen. Würde ich hier rauskommen? Hier komme ich dann irgendwann raus. Okay. Möchte ich das machen? Eigentlich nicht. Wenn ich hier nochmal eine 80er-Kehre mache, dann komme ich dann hier rauf. Jetzt was. Ach, scheiße. 2,4 Millionen kostet mich das. Gedanke war, dass ich dann hier so rauf fahre. Dann komme ich hier raus. Dann können wir hier den Bahnhof. Also eine der Bahnhöfe machen dann. Ja, so machen wir das. Das ist hier nochmal ein kurzes Stück gerade und dann hier die Kurve rauf. Shit. Das ist teuer. Es gibt dann ein paar interessante Fahrten hier. Okay. Ja, dann können wir das mal hier ein bisschen schöner machen. Und hier fährt das zweite Gleis. Ah, shit, jetzt habe ich ja Parallel Tracks hier wieder angehabt. Okay, wo fehlt's noch? Da ist überall drin. Da hat das auch genommen. Da auch. Hier nicht mehr. Was? Ah doch, hier drin schon. Da fehlt's nur bis da. Okay. Hä? Tut er die Bäume nicht entfernen? Ah ne, hat jetzt nur so ausgesehen. Okay. Dann können wir hier schon mal die Signale machen. Dann bleiben wir hier bei Schweizer Signalen. Machen wir mal mit 4. Rechts. Unsichtbare Signal. Okay. Machen da schon mal Autosig.
Okay, dann hat er das hier schon mal gemacht. Und dann brauchen wir ein Vorsignal. Und zwar Baumax. Hier Linsen. Was steht K? K und rechts. Okay. Das wäre 40, das ist 60, 90 km/h. Halt. Wo ist normale Freifahrt? Da. Vmax. Vorsignal, klatschen wir einmal. Hier hin. Jetzt im Tunnel muss ich da mal schauen, ob das okay aussieht. Ah, nee, warte mal. Hier werden wir sagen, Vmax 90, auch wenn er mit 80 fährt. Ah, Kamera. Ja, das ist eine normale Halt erwarten. Vmax. Aber ich glaube, da müsste auch das Signal entsprechend anzeigen. Aber weil dann ist er eh falsch platziert, ne? V. Auf welche Seiten habe ich jetzt gemacht? Oder da unten brauchen wir. Bei der Mitfahrt müssen wir noch mal kurz gucken, ob das soweit richtig ist, was ich dazu gemacht habe. Da könnten es abzweigen. So, mal das dann mit 60. Dann werden wir jetzt aber auch das Signal wechseln. Echtes Signal 60. 40, 60. Okay. Ich glaube, dann habe ich den Abschnitt erstmal. Können wir hier noch ein bisschen schön machen. Da geht's Geld dahin, ey. Den Straßenanschluss müssen wir hier wieder machen. Wie gesagt, solche Stellen mag ich gar nicht. Wobei wir könnten. Jetzt sieht das aus, wenn ich hier drunter fahre. Kurz probieren. Aber ich würde sagen, nee. Oh doch. Das geht. Dann können wir die Straße da rein verlegen. Nice. Ansonsten sieht es jetzt mal, glaube ich mal, nicht so unglaubwürdig aus. Es ist halt so, dass ich da so reinpflüge, ist ein bisschen meh. Da umso besser. Okay, also der Bahnhof kommt dann, ich würde sagen, hier rein. Und dann kann ich hier noch einen Abzweig noch da runter machen, für da die Hauptstrecke da so.
theoretisch, aber ich glaube, wir kommen hier eh nicht runter. Und dann der Abschnitt von da unten, den können wir dann auch noch da hinten weiterführen. Vielleicht probieren wir das mal mit der Mariazellerbahn, dass wir da auch mit reinkommen. Okay, so viel mehr zum Bau. Was machen die Linien? Eine macht Verlust. Kidderminster, das ist die hier. Okay. Zu viele Fahrzeuge wohl. Dann wieder zwei Fahrzeuge wegnehmen. Wenn ihr da nicht fahren wollt. Die Y-Tram ist ganz gut ausgelastet. Da jetzt gerade zwei, nee, oder? Doch, da kommen gerade zwei. Also knapp 60. Ja, brauchen wir erstmal keine weitere Y-Tram hier. Hier ist alles super, da haben wir 600, 620, 365. Das mit die Bretter wird hier nicht wirklich besser, ne? Fahrzeuge. Okay. Okay, Bahnhof hier oben. Gebäude, Personen, was, da hätte ich gerne einen anderen. Nordmediterran. Das ist so ein kleines Gebäude. Glaube ich, das Gebäude von der Wiener U-Bahn. Wir machen hier gerade 4 Gleise. Was? Über die Million. Bahnhof. Wo bin ich? Wo baue ich den? Ich glaube, wir machen den gerade auf 320. Und platzieren den mal. Brauchen wir eigentlich Öl hier? Ja, da unten. Ungefähr. Hätte ich fast einen Kaffee ausgeschüttet. Ungefähr so. Und dann kommen wir hier da so rauf. Und dann da runter. ...1,4, komm. Spiel. Gib's mir. Mein, dieses Dollarzeichen gegen Euro austauschen? Ich mal probieren. Bei 1,5. Passt das eigentlich von der Höhe? Ja. Komm, Spiel, bitte. Ich will den Bahnhof hier platzieren. Ah, wir sind aber so knapp an 1,4 mal vorbeischrammt. Nice. Okay. Schau's. Bahnhof. Einzig. Nur mal so eine Frage. Ach so, hier. Das, doch, das ist auch von der Wiener S-Bahn, der Bahnhof. 100 Pro. Wenn ich mir das Geländer schon hier so angucke. Okay, dann würde ich sagen, die zwei Gleise kommen dann hier mit dem zusammen. Und die zwei sind die Hauptlinie zwischen den Städten da. Da, da und da. Theoretisch kann man auch hier noch eine Verbindung geradeaus weitermachen. Müssen vielleicht das hier versetzen. Oder machen da eine Kurve. Wobei, kann ich das noch vor dem... Ja, wir können da noch wegfahren. Noch hier so weiterfahren. Bis irgendwann hier oben. Beziehungsweise ich will dann hier nochmal reinfahren. Dass wir da eine Verbindung haben. Vielleicht machen wir auch eine Bergstrecke. Mal schauen, wenn wir das am blödsten machen. Hier rein. Direkt. Anstatt wie hier oben.
Mal gucken, wie wir das am besten machen. Okay, was sagt die Uhrzeit? Es ist Mittag. Gut, ich würde sagen, für heute ist erstmal gut. Ich werde vermutlich am Abend nochmal streamen. Vielleicht mache ich da doch nochmal kurz Raid Worlds Online oder Transport FIFA 2. Aber jetzt gehe ich erstmal in den Mittag. Und dann sehen wir uns später wieder. Bis denn dann. Und wenn es euch gefallen hat, lasst es ein Follow da. Tschüss.